Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phoenix Point. So, heute werden wir mal was überfallen gehen, weil wir sind ja eh mit den Dubais West im Krieg. Das wäre dann mal ganz gut. Und hier schauen wir mal, ob wir da den Ruf noch hochbekommen. Das wäre nämlich schon cool. Die sind alle wieder bereit. Wir könnten noch so ein Teil klauen hier. Das wäre eine Idee. Ah, die Neuralpistole. Du machst schön Lähmung. Sehr gut. Bauen wir doch gleich mal welche. So. Forschung. Dranischer Telepathie nun. Schallschock braucht man eigentlich weniger. Die ultimative Mutationstechnologie wäre schon cool. Machen wir das erstmal? Die Reichweite um 25. Wäre ja auch schneller. Die große Frage. Ah, der wäre cool, wenn ich den erforschen könnte. Lass uns bei den Telepathieknoten. Ah, Rüstungszerfetzer wäre natürlich auch nicht schlecht. Ach, immer so schwere Entscheidungen. Wir machen erstmal ordentliche Mutationstechnologie, würde ich sagen. Das dauert 19 Tage, der Scheiß. Bin ich nicht gut. Wenn das so lang dauert. Können wir mal nachladen? Sieht irgendwie leer aus. Kann mich natürlich auch täuschen. Genauigkeit. Okay, passt. Passt auch. Ja. Nachladen hier. Moment, da hat was gefehlt. Habe ich nämlich gesehen. Okay, scheint so zu passen. Okay. Also der fliegt da runter und du fliegst mal dahin. Ach, guck mal, wie langsam der ist. Ey, ist ja gar nicht schön. Machen wir mal einen Überfall. Alarm ist kein, außer bitte die Energieerzeugung. Bei Nacht 20, das geht alles hoch. Sehr schön. Oh, ich habe hier gar keinen. Doch, hier. Okay, passt. Moment. Da stimmt was nicht. Man braucht hier natürlich auch die richtige Modifizierung der Ausrüstung, ne? So. Schauen wir mal. Greifen wir die mal an. Kriegt man schönen Ruf. Sollte passen. Hoffe ich, zumindest. Aber nehmen schon zusätzliche Leute dann hoffentlich an Forschung und alles mögliche. Fahrzeuge. Hoffentlich neue Fluggeräte. Wäre schon schön. Ah, interessant sieht das jetzt aus.
So, was müssen wir zerstören? Das Teil, oder was? Nur das eine? Scheint so. Kein Problem. Ich würde sagen, gehen wir erstmal ein bisschen in Deckung. Bevor wir hier blöd rumlaufen. Kein Alarm ausgelöst anscheinend. Interessant. Frage: Muss man das mitnehmen oder nicht? Brauche ich erstmal was Panzerbrechendes, glaube ich. Rüstungsbruch zum Beispiel. Das sollte ja ganz gut helfen. Erstmal gehen alle in Deckung. So, was macht jetzt mehr Schaden? Klappt das? Nee, das sparen wir uns noch. What's our plan? Der steht natürlich nicht ganz günstig. Acquiring target. Wir schießen mal so drauf. Wehe, der hat jetzt auf die Wand geschossen. Kommt da jetzt irgendwo ein Gegner raus, ist die Frage. Ah ja. Du hast interessante Waffen. Das war's? Oh, okay. Ich hätte gerne noch ein paar Gegner erledigt, aber okay. Das habe ich aber das andere nicht bekommen, ne? Aber ich habe Ausrüstung bekommen. So, jetzt müsste hier das bisschen höher geschnitten. Sehr gut. Das ist einer aufgestiegen. Münzkraft, Warnungsreichweite. Gerne. Und schnelles Zielen natürlich. Perfekto. So, der fliegt da runter. Kannst du mal hier scannen? Adillo. Chong, nee. Priester. Chok. Non Priester. So viel Priester. Techniker. Boah. Wir haben auch schon überall gescannt. Okay.
bewegen uns mal dahin da. Ja, wir sind im Krieg, das war die ganze Zeit schon, dachte ich. Ah, geht gar nicht. Ich kann gar nicht den Ding überfallen. Schade. Das finde ich sehr schade. Ich krieg gar nicht, ich komme gar nicht an die Fliescher ran. Und dann zerstören wir hier die Dinger. Würde ich sagen. So, da sind wir. Gucken wir hier mal. Noch mögen sie uns anscheinend. Noch so ein Aspita. Nee, Aspita brauchen wir weniger. Legen mal dahin. Zitadelle! Hoffen wir, dass wir die schnell erledigen. Und mit dem Dingens draufhalten, sollte das kein Problem sein. Mit der fetten Säurekanone. Die macht nämlich ordentlich Schaden. So, mal gucken, ob wir die gleich sehen. Das gute Stück. Ja, Tuma, sehr gut. Oh, der ist aber ganz schön verletzt schon. Das wundert mich etwas. Aber ich habe natürlich nichts dagegen. Finde ich sehr gut. Moment, können wir damit erstmal drauf schießen vielleicht? Ah. Okay, das wird nicht allzu viel bringen. Okay, versuchen wir es erstmal damit. Ah, ich sehe schon. Machen kaum Schaden. Okay. Der wird viel zu weit weg sein. Ah, bringt das was? Good idea. Ja. Nur leider reicht das nicht ganz. Machen wir es so. Dann ist der nämlich weitgehend ausgeschaltet. Nagazong hat er dabei gehabt. Okay. Der mal dahinter fahren und den erledigen. Naja, kaum beschädigt. Das habe ich befürchtet. Ja, ja. Feinde erstmal aufgedeckt. Oh. Oh, oh, oh. Okay, das reicht nicht. Na gut. So vielleicht.
Ah, da oben steht einer. Schön. Viel zu weit weg. Ja. Nicht schlecht. Oben könnte ich auch erwischen. Schauen wir mal. Damit drauf schießen. Ja, würde ihn zwar vergiften. Aber finde ich jetzt nicht so prickelnd. So, das Ding ist auch bald ausgeschalten. Komm mal nach vorne. Wow. Ja, jetzt macht er wieder Bumschbumschen hier. Ach gut, nicht gut getroffen. Wow. War das schlecht. Mal auf meine Fahrzeuge zu schießen. Eine Möglichkeit. Schon ein bisschen näher ranfahren. Ja. Ich weiß, Eier und so. Ach Gott, war das schlecht. Mann. Ich glaube, mehr Gefahr droht von der Seite. Machen wir das mal so. Ah, nee, oder? Sag bloß, du hast daneben getroffen. Ich mach dich alle.
So. Mal keine Bomben mehr. Das ist natürlich eine Steilvorlage hier. Da kann ich leider nicht widerstehen. Ja, geht so. Schön versteckt, hoffe ich. Ist er dann tot? Nee, der hat 100, okay. Hoffentlich nicht mehr so schnell Ärger. Oh, der ihn schießt. So ein Shift. Ja, genau. Sehr schön. So, meine Drohnen müssen jetzt noch. Was war das? Könntest du mal ein bisschen näher rangehen vielleicht? Sehr schlimm. Das gefällt mir aber gar nicht, was du da mit dem Dingens machst. Irgendwie eine bessere Schussposition. Hier hinten vielleicht. Hier so. I want a medal for this. Ich hoffe, ich treffe. Ja. Gut. Der noch ein bisschen Willenskraft, der hat er. War es nicht ganz so gut. Sehr gut. Ausgeschaltet.
Ja, ganz genau. Freundchen. Ja, er wird leider nicht ganz sterben, befürchte ich. Eier da. Machen wir die mal in Panik. Dürfte die ein Problem weniger sein. Ui. Ich hoffe, der hat nichts von mir getroffen. Schießt er schon wieder. Au. Au. Da war wohl was im Weg, Freundchen. Sehr schön. So, schaut's, wie steht's denn um die Skiller? Das wird leider noch nicht ganz reichen. Oh, ein bisschen verklickt jetzt, ne. Aber nicht so schlimm. Wow. Ich habe was getötet anscheinend. Oh, gleich nochmal. Wunderbar. So gefällt mir das. Verziehen uns mal. So. Sehr schön, noch eine ausgeschaltet. Läuft ja. Pack mir immer noch so ein paar Viecher hin. Einen Scharfschützen. Wow. Mann, sehe ich viel. Ja, es kann ja nichts werden.
Panzer ist deaktiviert. Das wird aber nicht mehr überleben. Super Schuss. Oh, könnte ich den jetzt erledigen, eventuell? Oder die besser gesagt. Sehr schön. Gewonnen! Da könntest du die Viecher rausschlüpfen, wie sie wollen. Sehr schön. Auf jeden Fall, letztes sieht man leider nicht. So, neutralisiert, wunderbar. It would appear that diplomatic relations between Sanhedrin and the Phoenix Project are improving. This seemed like a positive development to me, but I'm curious. Are you motivated by any kind of investment in our political and philosophical views, or are you just doing your job? Bisschen eure Meinung. So you are a potential ally. Not merely fighting the Pandorans, but attempting to realize a specific vision of the future. I will admit that I had hoped for this. As a token of our appreciation, let me share some valuable data with you. Cool, danke. Danke für die Info. Gut, hier können wir gleich mal eine neue Stufe machen. Elektrische Verstärkung. Das klingt auch sehr interessant. Machen wir das gleich mal. Wunderbar. Aber irgendwie sinkt das nicht, ne? Habe ich so das Gefühl. Langsam wird's kritisch. Kennt ihr das? Ja. Schaut's denn jetzt aus? Ah, auf 42 hochgeschnellt, sehr gut. Ist die Frage, soll ich das nächste angreifen? Kriegt man offenbar keinen her. Ach, die ist schon recht angeschlagen. Da hinten noch mal scannen. Also das mit dem Clown hier war wohl nix, leider. Ist alles zerstört. Soll ich es mal riskieren? Ja, komm. Erkunden. Oh, hallo. Oh, freundlich. Gib mal die Technologie. Huch. Hast du den rechts geklickt? So, gut. Wo habe ich das zerstört gehabt? Hier, ne? Ah, die mögen uns nicht besonders. 26 Tage braucht die Energieerzeugung. Das ist relativ lang. Oh, was ist denn das? Die Kaiserin. Das klingt doch interessant. Außer, was macht denn der andere? Der ist unterwegs, okay. Nach dem Ende unserer Welt befand sich Hikora Tova in einer
für sie unerwarteten Lage. Eigentlich war sie anhand ihres Stammbaums die Kaiserin von Japan. Das Land selbst lag in Trümmern, doch eine Gruppe von Loyalisten erklärte sie zur Anführerin ihrer Zuflucht Neo Takashiyo. Was also lag für sie näher als mitzuspielen? Seitdem versucht sie, ihr besseres Leben für ihre Leute aufzubauen. Nicht ohne Erfolg, aber auch mit so manchen Schwierigkeiten. Vielen sehen hier eine Art Galionsfigur, die sie jedoch auf gar keinen Fall sein möchte. Wenn schon Kaiserin, dann richtig mit allen drum und dran. Um ihre Position zu festigen, versucht Choba, das Schwert Kusanagi, einen der drei heiligen Schätze der kaiserlichen Insignien Japans, zurückzuerlangen. Sie hat einen Ort dafür im Kopf, fürchtet aber, dass jemand in ihrer Zuflucht sie verraten könnte. Sie bieten uns eine saftige Belohnung dafür, dass wir das Schwert für sie zurückholen. Das einzige Problem, das Schwert befindet sich in einer Zuflucht, die von Jüngern von Anu kontrolliert wird. Okay, Toba dankt uns für die Hilfe. Sie gab unseren Aktivisten die Koordinaten der Anu-Zuflucht und hat mehrere Vorschläge, wie man sie infiltrieren kann, ohne bemerkt zu werden. Ah, okay. Interessant. Könnte man theoretisch machen. Ist die Frage, ob ich das möchte. Ne? Gehen wir mal hier hin. Legen mal dahin. So, nochmal Zitadelle angreifen. Das würde ich dann aber das nächste Mal machen. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.